Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Heute ist der 30. September 2021 und das ist ein keltischer Sonntag, also sollte ein sehr guter Tag sein. Und naja, gestern war kein ganz so guter Tag, gestern war ein keltischer Samstag, gestern war ein richtiger schwarzer Tag, denn ein riesengroßer YouTube-Kanal mit über 640.000 Abonnenten, mit über 574 Millionen Aufrufen, RT, ist verschwunden. Einfach so. Ja, das ist halt in Zeiten wie diesen so. Uns wurde über Jahrzehnte Toleranz, Verhinderung von Ausgrenzung gepredigt. Und man glaubt, im falschen Film zu sein. Genau diejenigen, die sehr radikal, sehr brutal immer eingefordert haben, den Schutz von Minderheiten, den Schutz von Benachteiligten, es darf keine Ausgrenzungen, es darf zu keinen Ausgrenzungen mehr kommen, es darf zu keinen Diskriminierungen mehr kommen. Ja? Genau die laufen jetzt mit der Fackel in der Hand, ja, und stecken alles in Brand, was man nur in Brand stecken könnte. Man kann wirklich sagen, sie sind zu dem Übel geworden, vor welchen sie seit Jahrzehnten lukrativ, weil die haben damit sehr viel Geld verdient, gewarnt haben. Sehr, sehr interessante Entwicklungen, die wir derzeit sehen. Und ich stelle mir allmählich die Frage, wollen wir dieses Programm noch ertragen? Wollen wir uns diese Show noch weiterhin bieten lassen? 3 Fragezeichen. Gut, kommen wir zum Tagesgeschehen zurück, zum astrologischen Tagesgeschehen. Wir haben morgen eine Quadrierung zwischen Venus und Jupiter. Moment, habe ich das? Ja, so ungefähr habe ich es drinnen. Ich muss ein bisschen kleiner machen. Ich drücke immer in die falsche Richtung. Ne? Das war jetzt ziemlich sehr die falsche Richtung. Die Feststelltaste funktioniert hier auch nicht mehr, aber das ist alles kein so großes Problem. Sagen wir, es funktioniert. Wir haben die Venus als Herrscherin des vierten Hauses im vierten Haus und den Jupiter als eingeschlossenen Herrscher von 5 in 7. Aber wir haben morgen auch noch ein Quadrat zwischen Merkur und Pluto. Und ich denke, dass wir uns das ebenfalls anschauen. Also ich schaue mal, dass wir heute 2 Horoskope machen. Muss ich mir noch überlegen. Aber wir bleiben einmal bei den Zahlen. Zahlen ist derzeit ein Reizthema, denn wir dürfen immer mehr und mehr zahlen. Tankstellen, vorige Woche hat der Sprit bei uns noch 1,20 Euro gekostet, jetzt kostet er 1,40 Euro. Ihr wisst, ich bin im Rechnen nicht so der große Künstler, aber das kommt mir so zumindestens nach, das klingt so wie 15% Preiserhöhung, muss ich mal sagen. Ich kann das mit dem Taschenrechner kurz nachrechnen. Moment, 120 plus 15%. Naja, eins, ja, habe ich gut geraten. Also so um die 1,40. Also das kommt schon hin, 15% in einer Woche. Ich schaue im Internet immer wieder verschiedene Produkte an und erstens einmal finde ich sie gar nicht mehr. Und wenn ich sie irgendwo anders finde, dann schon mit einem Aufschlag von 20-30%. Also wie gesagt, solltest du noch irgendwo Geld oder Vorräte an Spargroschen haben oder was auch immer und dann rette sie. Es ist einfach nur schade. Es ist einfach nur schade. Bedenke, du hast dafür schwer gearbeitet. Und schenke bitte diesem System nichts. Bitte schenke auch diesem Staat nichts. Ja. Er hat dir auch nichts geschenkt. Die Sozialabgaben, die wurden immer sehr genau abgezogen. So, gehen wir zur astrologischen Fantasiewelt weiter. Gell? Da haben wir die Zahlen. 1, 11, 13, nochmals 13, 15, die 16, und die 7 als letzte Zahl. Sehr spannende, aber nicht unbedingt schöne Zahlen. Die erste Zahl zeigt uns zumindest einen Neubeginn. Ja? Also hier geht etwas los. Also die 1 steht auch für Pluto und damit ist auch Zeugungsimpuls genannt Führerschaft. Die 11. Die 11 kommt schon einmal sehr interessant zur Sache, weil bei der 11 geht es um die erste Meisterzahl. Es geht hier um mediale, um mentale Kräfte, aber natürlich auch, weil die 11, wir wissen, wofür die 11 steht, denkt an die Twin Towers oder die Kathedralen. Hier geht es natürlich auch um Sexualität und auch um große Macht. Die doppelte 13, naja, was braucht man da noch dazu sagen?
Wenn du wissen willst, wo da die 13 drinnen steckt, ich habe hier nur diesen Balken verlängert und dann haben wir hier die drei Striche. Also das sind die drei Striche und das, also das soll sozusagen die 13 ergeben. Aber aufgrund der Thematik habe ich es eben so dargestellt. Hier geht etwas ziemlich den Bach runter. Ja, was soll ich hier noch dazu sagen? Man sieht, was man sieht. Und es wird noch interessanter. Die 15 ist eine starke Suchtzahl, ist eine Magiezahl, eine Abhängigkeitszahl, eine Sexualitätszahl. Naja, welche Zahl würde denn zu Venus, Quadrat, Jupiter und Venus im Skorpion noch besser passen? Hm? Welche Zahl außer die 5 und, außer der 15? Also ich würde sagen, das ist ein super Haupttreffer. Ja? Die 15 passt exakt zur Thematik. Naja, und zuletzt haben wir halt unsere 16. Und die 16 lässt aufgrund dieser sehr einfachen grafischen Darstellung nicht sehr viele Zweifel offen, worum es geht. Da geht was aber ziemlich zu Ende, ja. Da geht etwas den Bach runter. Ich würde sogar sagen, da geht etwas über die Kante drüber. Und in dieser Zeit würde ich dann schon mal nachdenken, ob ich nicht doch noch so manches in Sicherheit bringen möchte. Auf jeden Fall, die 7 ist sehr, sehr erregt. Also hier die vielen Pfeile, da tut sich was, das wird aufgeheizt. Also das ist die Klimakatastrophe. Leicht zu erkennen, da horzt alles auf, gell? Da spült es sich grausam ab. Und die 7 steht dann natürlich auch für Streit und Auseinandersetzungen. Aber die 7 steht letztendlich auch für den Sieg. Es ist eine große Chance, die wir uns aber erarbeiten müssen, weil unter der 7 wird uns nichts geschenkt. Außer dem zweiten Teil und den seht ihr gleich. Ende.